Kaplan Franz Kandolf verkleidet als Karl May Romanfigur. Er lebte Karl May, etwa im Karl May Verlag. Hier links mit Pfeife. Das offene Ende des Karl-May-Bandes am Jenseits greift Kandolf auf und landet mit In Mekka bei einer Auflage von 300.000 Exemplaren bis heute einen Bestseller. Das Thema, Kaplan gemäß, der Tod aus islamischer und christlicher Sicht. Diese Handlungsstränge hat der Kandolf aufgegriffen und fortgeführt. Wobei er hat nichts gefunden vom Karl May. Er hat alles durchsucht, ob es vielleicht was gibt, aber da war nichts. Also er hatte das meiste dann schon selber erfunden, der Kandolf. Also er hat kein Material vom Karl May verwendet, sondern hat sich alles selber ausgedacht. Kandolf trifft den Ton Karl May so gut, dass seinem Werk als einzig externen Autor ein Band von 93 Bänden der Gesamtausgabe gewidmet wird. Die Umtriebe des Kaplans, der hier am Fuße der Kirche St. Johann Baptist in Haidhausen im zweiten Stock wohnte, fand der damalige Stadtpfarrer Monsignore Wittmann gar nicht lustig. Eine Abmahnung von Monsignore Wittmann lautet, der Haushaltung gegenüber sehr anspruchsvoll, hat selbst in der Kriegszeit, also Erster Weltkrieg, trotz des hohen Bierpreises sehr häufig 5,5 Liter Bier sich reichen lassen. Und dann kommt gleich die Kritik, dass er ein bisschen spät aufsteht. Es kam vor, auch wieder eine Abmahnung, dass er bis 1:30 Uhr früh über dem Buch saß, also Karl-May-Bücher gelesen hat, abends nicht rechtzeitig zu Bette, in der Früh spätes Aufstehen ist die Folge, gezeichnet Monsignore Wittmann, Stadtpfarrer. Um auf den Spuren seines Idols Karl May zu wandeln, gab Kandolf an, auf eucharistische Weltkongresse zu reisen. Er hatte selber die Hoffnung gehabt, dass Karl May selber vor Ort war, hat aber dann feststellen müssen, dass der Karl May überhaupt nirgends war. Also erstellte Kandolf selbst die Reiserouten und Karten, die bis heute in den Karl-May-Bänden zu finden sind. Und in diesen Karten sind praktisch alle Routen eingetragen und auch alle fiktiven Orte, die es überhaupt nicht gibt. Die Leidenschaft des einstigen Kaplans vom Gasteigspital, das einst dort stand, wo heute die Philharmonie thront, sie wäre fast in Vergessenheit geraten. Dank Ludwig Stümpfle und Hermann Wilhelm bleibt Franz Kandolf in der Erinnerung der Münchner.